Hallo und herzlich willkommen bei PS Camper Tours. Ich bin der Stefan und heute geht es um den Ausbau dieser Garage eines Clever Celebration Lite. Ordnung zu bekommen, waren wir schon mal ein bisschen im Baumarkt shoppen und haben uns entschieden, das ganze System hier mit Aluleisten zu gestalten. Wir haben erst eine Weile hin und her überlegt, ob das eine Holzkonstruktion wird oder Alu. Sind dann letzten Endes auf Alu gegangen, einfach aus dem Grund des Gewichtes. Das Ganze ist dann deutlich leichter als mit Holz. Ziel des Ausbaus ist es, hier 3 Euro-Kisten unterzubringen in einem kleinen Regal. Daneben noch die Campingstühle zu platzieren und quer obendrauf soll der Campingtisch liegen. Die ganze Konstruktion haben wir nicht irgendwie am Computer entworfen oder eine aufwendige Zeichnung gemacht. Wir haben uns einfach den Platz angeschaut, ein bisschen gemessen und haben uns dann überlegt, was am besten ist. Wichtig war hier, dass die Klappe, welche sich jetzt hier hinter den Euro-Kisten verbirgt, frei bleibt, so dass man da immer rankommt, weil diesen Stauraum kann man nutzen und muss man nicht verschenken. Und an der Seite, wo ich hier sitze, ist eine komplette Holzwand, wo keine Tür oder keine Klappe vorhanden ist, so dass man das hier schön ranbauen kann. Ja, wie schon gesagt, haben wir uns hier für Aluminiumleisten entschieden, 23 mm. Das Ganze wird zugesägt und dann mit Kunststoffverbindern aufgebaut. Und die Kosten belaufen sich hier auf ca. 130 Euro inklusive der 3 Euro Boxen. Und das finden wir schon recht überschaubar. Dann starte ich jetzt mal mit dem Bau. Dazu müssen wir die Aluleisten zurechtsägen, kürzen. Und zwischendurch werde ich immer mal probieren, wie es passt. Und dann schauen wir uns das Gesamtergebnis dann an. So, wir haben jetzt als erstes den Grundrahmen unten gebaut, der auch gleich als Einsatz dient für die große Kiste. Also hier die größte der Euroboxen passt jetzt hier genau rein. Die hat eine Breite von 40 und eine Länge von 60 cm. Und somit sitzt die unten drin und sitzt auf dem Garagenboden auf. Also die Last ist nicht auf dem Gerüst, sondern auf dem Fahrzeugboden. Das Ganze wird jetzt so gebaut, dass wir die hier nach oben ankippen können und auch rausziehen können. Wir haben jetzt schon bei der Planung nochmal umgestellt. Wir werden nur 2 Euro-Boxen verbauen, das heißt die große und die mittlere. Danach kommt oben der Abschluss drauf, so dass da unser Tisch noch drauf liegen kann. Nach dem Grundrahmen habe ich den mittleren Rahmen fertig gemacht. Nun habe ich die Abstandshalter zwischen den beiden Ebenen. Ja, sieht
sieht doch schon nach Regal aus. Ganz gut aus. Also das Gerüst steht. Ich baue jetzt noch nach rechts und nach links Abstandshalter, die dann mit der Wand befestigt werden können. Und dann bin ich schon fertig. Ja, ich habe jetzt die letzten 6 Stücken von den Alustreben gesägt und hier installiert. Das heißt, hier oben geht das jetzt quer einmal über die Garage rüber, wo dann gleich der Tisch drauf liegen wird. Und somit habe ich hier eine Stabilität drin und das kann ich nach rechts und links. Weiterhin haben wir jetzt hier hinten am Boden einen Anschlag für die Stühle, wo die Lehne dann gegenschlägt und die nicht nach vorne rutschen können. Und das Ganze zeigen wir jetzt nochmal im gefüllten Zustand. Von innen sieht die ganze Konstruktion dann so aus. Hier unten habe ich meinen Anschlag für die Stühle. Da die Kisten. Und hier oben liegt unser Tisch. Ja, das Schöne an der ganzen Sache ist, dass so erstmal alles seinen Platz hat und seine Ordnung. In die Euroboxen kommen jetzt die üblichen Sachen rein wie Stromkabel, Verlängerungskabel, Adapter, Wasserschlauch, ein bisschen Werkzeug. Dann auf der Seite sind die Stühle wunderbar verstaut und der Tisch oben. Und wir haben weiterhin hier noch Stauraum, genauso wie hinter dem Ganzen. Ich zeige euch jetzt nochmal, wie man das Ganze entnimmt und somit auch schnell wieder den Platz schaffen kann, um etwas zu transportieren. Ja, und so schnell ist die ganze Garage wieder leer und man kann den Platz nutzen, falls man da was transportieren möchte. Nun wird es auch schon dunkel. Damit verabschieden wir uns von diesem Video. Macht's gut!